Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich lade nämlich gerade, sorry, die Sonne strahlt ein bisschen, es ist frühjahrmorgen, ich lade gerade das Video zu Fritzbox 7590 und 7490 hoch. Weil ich ja meinen Vertrag verlängert habe bei 1&1. Und da habe ich ein Video drüber gemacht, Anfang vorher Woche. Ich habe die jetzt, die 7590, na, morgen wird es eine Woche. Morgen wird es eine Woche, die ich im Einsatz habe und will dazu ein bisschen Feedback geben schon mal. Und habe ich ja im Video versprochen. Und ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie ihr die dann besser einstellen könnt und gewisse Sachen verbessern könnt. Ich muss dann nur schnell auf den Fritz.box. Ich muss nur schnell die Fritzbox hier aufrufen. So. Dann können wir hier dann so machen. So, das ist meine Benutzeroberfläche von der Fritzbox. Und hier oben seht ihr Fritzbox 7590. Hier könnt ihr zum NRS springen. Hier seht ihr meine Qualität. Ich habe 51,4 Mbits im Download und 10 Mbits im Upload verbunden. LAN 1 und 2 ist verbunden. LAN 1 und 2 deswegen. LAN 1 ist... Doch, LAN 1 ist die D-LAN dran und an LAN 2 ist die Gigagate dran. LAN 3 und 4 ist bei mir nicht benutzt. WLAN seht ihr bei mir jetzt hier zweimal, 2,4 und 5 GHz. Die habe ich auch umbenannt hier mit, normalerweise stand Fritzbox TV 7590. Und ich habe das TV weggemacht, 7590 halt gelassen. Und habe einfach 2,4 GHz dazu geschrieben und 5 GHz. Das hat den Grund, dass man es dann besser finden kann, weil manche Geräte kommen mit beiden Geschwindigkeiten klar. Manche aber nur mit 2,4 GHz. Dann wird auch nur 2,4 GHz angezeigt. Ich hatte aber bei dem Fire TV 3 das Problem, dass er mir die 5 GHz nicht genommen hat. Wo das alles auf 1 war. Also musste ich das separat machen. Und da geht ihr dann hier unten, habt ihr Ansicht, da müsste bei euch vom Standard aus Standard stehen. Da drückt ihr einmal drauf, dann steht Ansicht erweitert. Dann könnt ihr auf WLAN gehen, Funknetz. Und dann habt ihr, hier oben ist euer Funknetz drin. Wenn ihr das neu macht, habt ihr da noch nichts drin. Ja, manchmal habt ihr dann schon Geräte drin, wenn ihr das schon ein bisschen benutzt habt, logischerweise. Und dann habt ihr hier unten Funknetz und da steht normalerweise nur eins drin. Bei mir stehen jetzt hier zwei drin, weil durch diese erweiterte Ansicht werden beide angezeigt. Da kann man beide separat voneinander einstellen. Vorher geht das nur eine Einstellung und das für beide Quellen. Und das finde ich scheiße, ich finde das so halt besser. Und da habe ich dann halt das TV weggenommen und habe hier die 2,4 GHz, die habe ich mir einfach von hier oben kopiert. Und die 5 GHz habe ich mir auch hier von hier oben kopiert und eingefügt. Dann einmal übernehmen und speichern und fertig ist. Geht auch mit QR-Code. So, hier seht ihr dann nochmal mein Funknetz. Da habe ich jetzt hier Kanal 13, Kanal 28. Ich habe halt geguckt, wo ich hier viele Störquellen habe. Ja, jetzt ist hier halt nicht so viel, aber das war am Anfang ganz viele hier. Aber läuft wirklich stabil. 5 GHz kann ich euch auch zeigen. Da bin ich jetzt bei 128. Da bin ich. Das ist mein Funkkanal, das ist meine Fritzbox, ja, und die sind halt durch die Fritzbox belegt. Sicherheit, so. Also das werde ich hier noch wegblenden natürlich, mein Netzwerkschlüssel. Und hier unten habe ich dann eingestellt, WLAN-Zugang auf bekannte Geräte beschränken. Das heißt, ihr könnt jetzt mein Passwort haben, wie ihr wollt, ist eigentlich relativ egal. Es kann sich kein Gerät mit meiner Fritzbox verbinden, wenn es nicht hier schon mal drin stand. Wenn ich nicht sage, hier neue Geräte zulassen. Mit diesen Einstellungen können sich nur Geräte mit dem WLAN verbinden, die ich in meinem hier drin habe. Ich zeige euch auch nochmal meine ganze Heimnetzwerkübersicht. Haben ja auch viele danach gefragt. So, das ist halt bei der neuen Fritzbox, hat man dann halt hier so eine Heimnetzwerkübersicht, so als Skizze und dann hier jedes Gerät einzeln. So. Mit den gestrichelten Linien hier, das sind meine Funkgeräte, die jetzt ganz normal über WLAN dran sind. Badezimmer ist die Box im Badezimmer. Wohnzimmer ist der die Soundbar. Und Küche, ja, das UG wird nicht genommen, steht aber eigentlich Küche da, ist das Radio in der Küche von Yamaha ist das.
Dann Amazon Fire TV, 3 Wohnzimmer und Huawei P10 ist mein Handy. Das von meiner Frau wird hier komischerweise gerade nicht angezeigt. Achso, ja, das 2,4 müsste aber hier auch eigentlich angezeigt werden. Und empfehlen halt noch die Geräte, die bei meiner Tochter sind, weil die ist jetzt nicht da und die ist bei der Freundin. Und was fehlt noch? Schlafzimmer fehlt noch. Schlafzimmer, genau, Schlafzimmer fehlt noch. Da ist die Steckdose nämlich aus und die Steckdose für die PlayStation ist aus. Sonst würde hier nämlich noch Fire TV 2 und Fire TV 1 stehen. 1 ist bei meiner Tochter, 2 ist im Schlafzimmer. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel Wohnzimmer anklicke, komme ich dann halt zu dieser Seite. Da kann ich dann die Yamaha Soundbar dann halt hier einstellen und was weiß ich. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht benutzt. So, dann haben wir hier, seht ihr dann halt eine Home Control. Das ist halt für das Devolo Home Control Center, wo ich dann die Heizung, Steckdosen und so ein paar Sachen dran habe. Das hat auch einen LAN-Ausgang. Und dann habe ich hier Laptop, Wohnzimmer, das LAN ist an, also D-LAN ist an, weil ja, mit dem Laptop nehme ich gerade auf. PlayStation wäre hier noch, die ist jetzt aus. Und dann Schlafzimmer wäre noch, aber da ist auch die Steckdose aus, also ist das ganze Ding aus und wird mir hier nicht angezeigt. Dann haben wir die GigaGate-Basis, GigaGate-Satellit, dann Anker X Wohnzimmer ist mit LAN dran an und der GigaGate dran und mein Samsung TV ist auch mit LAN an der GigaGate dran. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zum Satelliten gehen hier, können wir einfach draufklicken und wir kommen zu den Einstellungen vom Satelliten. Das finde ich gut, dass das in der Benutzeroberfläche der Fritzbox so drin ist. Das funktioniert auch mit dem Home Control Center. Gut, jetzt gerade nicht, aber normalerweise schon. Und DLAN Wohnzimmer. So, kann ich dann halt Gastzugang, WLAN. Könnte ich hier nochmal WLAN-Quellen machen. So, dann hier ist die Übersicht. Hier seht ihr dann meine Fritzbox. Ich habe hier mit der Geschwindigkeit, Internet, 3 Rufnummern. Davon ist nichts angeschlossen, weil brauche ich nicht. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie, seit ich bei 1&1 bin und auch vorher schon nicht, noch nie ein Telefon an meinem Router gehabt, weil ich es nicht brauche. Ich habe mein Handy, darüber mache ich alles. Das ist total überflüssig für mich. Und hier seht ihr dann auch wieder die 2 Quellen. Und hier seht ihr dann die ganzen Geräte, die hier angeschlossen sind. Wie gesagt, hier fehlen noch einige Geräte. Hier ist das Huawei P10, da habe ich Odin geschrieben, weil ich es bin. Dann Badezimmer ist die Box, Küche ist das Radio, PC ist mein PC, also mein Laptop, wenn er mal per WLAN angeschlossen ist, wenn ich dann streame. Achso, jetzt ist er auch gerade über WLAN angeschlossen, weil ich den Kabel nicht drin gesteckt habe, aber okay. Das ist die Yamaha Soundbar im Wohnzimmer, das Fire TV 3 auch im Wohnzimmer. Die GigaGate steht im Basis, steht bei der Fritzbox, der Satellit auch im Wohnzimmer. Home Control ist im Flur. Schön in der Mitte von der ganzen Wohnung, dass alle Geräte da schön miteinander kommunizieren können. Genius Software, das ist Anker X Wohnzimmer LAN. Und dann müsste eigentlich WLAN auch noch irgendwo stehen, weil ich habe das angeschalten. Dann haben wir DLAN Wohnzimmer Lappy, das ist hier, was bei mir steht. Dann Powerline Adapter Fritzbox, das ist der Adapter, der in der Fritzbox direkt drin ist. Das ist der Fernseher, der über LAN an ist, Power Adapter Home Control, so, dann haben wir hier nochmal Lappy Wohnzimmer und die USB-Geräte, da können wir dann auf die USB-Festplatten zugreifen. Die funktionieren hier auch wesentlich schneller, auch bei der alten 7490, wenn ich den 3,0 USB genommen habe, funktioniert das hier noch einen Ticken schneller. Die Daten werden schneller zugeordnet, werden besser gefunden. Ich habe hier die Daten alle mal gelöscht von der Fritzbox, von der Festplatte. Da ist ein Ordner drin, der nennt sich Fritzbox. Und da speichert die Fritzbox Sachen, Dateien drin, dass sie bestimmte Sachen schneller wiederfindet. Ordnerstruktur und die ganze Scheiße. Und das funktioniert auch, habe ich alle gelöscht. Selbst diese Ordnerstruktur aufbauen funktioniert jetzt wesentlich schneller. So. So. Das sind meine Heimnetzwerkgeräte. Da wisst ihr jetzt, was da so drin ist. Also kann ich euch echt nur sagen, die ist wirklich gut, die neue. Machen wir dein Internet. WLAN. Ja. Netzwerk. So. Hier haben wir dann nochmal Netzwerk. Da sehen wir dann nochmal eine komplette Übersicht. Und da kann ich euch dann empfehlen, wenn ihr hier auf Netzwerk geht, geht ihr am besten auf den Gerät drauf. Wo nehmen wir denn das hier am besten? Und dann nehmt ihr hier. Und dann würde ich euch empfehlen, Portfreigabe selbst.
Ja, dass die Geräte selber die Ports freigeben können. Ich habe jetzt nicht die Geräte auf eine ein und dieselbe IP-Adresse beschränkt, aber Portfreigabe reicht aus. Dann gibt das Gerät die Ports für sich frei, die es haben will und braucht. So. Haben wir hier noch den Fernanschluss. Dann könnte man jetzt den Fernanschluss aktivieren. Da könnt ihr dann per Fernanschluss auf USB-Speicher oder Drucker oder was weiß ich zugreifen, brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oh, USB habe ich so ja beschränkt und war trotzdem noch schneller. Das ist ja gut zu wissen. Ich brauche keinen Green-Modus. So. Und hier seht ihr dann die USB-Geräte. Und hier beim Netzwerk. Also hier oben beim Netzwerk und dann hier bei den Einstellungen habe ich auch alles. Hier unten seht ihr dann den WAN-Anschluss. Der soll sehr schnell sein. Ich habe mich mit WAN noch nicht beschäftigt. Ich habe die alle auf Giga-Ports gemacht, nicht auf 100 Mbits, dass die komplette Geschwindigkeit haben. Läuft auf jeden Fall rund. Definitiv besser als die 7490, das kann ich euch schon sagen. Ja, wenn ihr da jetzt noch Fragen habt, UDMP habe ich noch nicht aktiviert, dann muss ich mir auch noch raussuchen, UDMP noch aktivieren, aber sonst bin ich komplett zufrieden. Ich habe mit der Fritzbox, mit der PlayStation, wenn ich die per LAN oder per DLAN dran habe, einen super Empfang, eine super Geschwindigkeit. Es werden keine Geräte mehr rausgeschmissen, was ich vorher das Problem hatte. Meine Frau konnte sich nicht verbinden, die konnte Passwort eingeben, aber konnte nicht auf meine Fritzbox rauf, weil einfach zu viele Geräte sind. Jetzt sind mehr Geräte drin als vorher, weil vorher musste ich eine aus dem WLAN-Bereich rausnehmen und per LAN anschließen, die ich jetzt wieder dazu gepackt habe bei WLAN. Und es funktioniert einfach viel besser. Reibungsloser, keine Abbrüche, kein gar nichts. Ich bin megamäßig zufrieden. Wie gesagt, ich bin immer noch am Testen, also alle Teile noch nicht testen können, aber wenn ihr da noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wie gesagt, der WAN-Anschluss habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ich euch helfen konnte, lasst mir doch einen Daumen oben da. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.